Nächster Halt, Timber. Timber! Was zur Hölle? Ja, was war das genau? Nächster Halt, Timber. Timber. Dass die den einfach liegen lassen, da mitten auf dem Boden. Haben wir alle geschlafen? Das war doch nicht etwa Betäubungsgas. Die Seeds sind nicht überall beliebt. Das hat was auf sich. Das hat was auf sich. Wir sollten vorsichtig sein. Hat man uns bestohlen? Hat man uns was angetan? Vielleicht nicht so. So ein Glück. Ich bin okay. Das ist ein schöner Traum. Auch geträumt, ein schöner Traum war es zwar nicht. Ich hab geträumt, ich wäre ein Vollidiot. Durchsage. Kürze erreichen wir Timber. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Sie nicht zurücklassen. Nichts zurücklassen. Laguna war echt super toll. Ich habe auch von Laguna geträumt, ein galbadianischer Soldat, oder? Laguna, Kiros und Ward? Was? Ah, genau. Was hat das zu bedeuten? Nachdenken nützt jetzt nichts. Denken wir lieber an unsere Mission. Sie hat recht. Nein, ihr solltet darüber nachdenken, was gerade passiert ist. Legen wir diesen Vorfall zu den Akten. Ich werde es dem Direktor berichten, wenn wir jetzt wieder zurück sind. Ey, wir sind ja gleich da. So, jetzt geht's auf. Dass sie es einfach so kalt lässt, dass die alle denselben Traum hatten. Ich auch. Das. Wie ruckelt, wie das alles so ein bisschen. Ja, ruckelt. Weil die Hintergründe sind schon viel besser als wie in Final Fantasy 7, meiner Meinung nach. Einfach so viel detailreicher. Obwohl die in Final Fantasy 7 auch schon gut waren. Also für die Zeit. Alarm. Da kommen wir her. Pet Shop. Erstmal mit dem Typ da reden. Ich kann aber noch nicht steuern. Wahrscheinlich, wenn der Zug weg ist. Ah, jetzt wahrscheinlich, ja. Der Wald hat sich verändert. Es leben auch noch Mokis. Es leben aber noch Eulen. Willkommen in Timber, folgt mir bitte. Sofort. Erstmal mit der Frau hier reden. Herzlich willkommen, wie gefällt dir Timber? Was ist mit dem kleinen Jungen hier? Sie sind verreist. Der Laden ist zu. Wo ich meinen Luke hier abgegeben hatte. Blöder Zoohändler. Oh, nicht, dass der Hund jetzt da drin ist. Oh. Ah ja, hier. Hierher, bitte. Albadia. Also müssen wir wieder mit dem Zug fahren? Ist das ein Zug? Raiders. Also das ist ein exklusiver Zug, glaube ich. Also waren wir ganz schön lange in Timber. Jetzt fahren wir nach Galbadia, da wo die Feinde wohnen, anscheinend. Galbadia scheint ja nicht gerade beliebt zu sein. Die nehmen ja alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Ihr seid also die Seeds. Bin Anführer Squall. Rechts Xell. Links von mir Selfie. Um euch kennenzulernen, ich bin der Anführer der Waldeule. Ja, Hände schütteln. Das ist eure Arbeitgeber, also, naja.
Was müssen wir für euch tun? Ja, Axel, ich glaube, mit dir will ich nicht hier nicht schütteln. Ja, mit der Ruhe. Wir wollen uns erst einmal vorstellen. Den Watts kennst du schon. Fehlt nur noch unsere Prinzessin. Unsere Prinzessin macht gerade ein Nickerchen. Und wieder... Squall, tut mir bitte einen Gefallen und weg, bitte unsere Prinzessin. Die Stufen hoch geradeaus und ganz hinten links. In den anderen Räumen sind noch unsere Mitglieder. Wenn du Fragen hast, kannst du sie ihnen stellen. Wurden wir als Laufburschen angestellt? Hm? Seid ihr jetzt böse? Wir sind keine Sklaven, wir sind die Seeds. Das ist das letzte Mal, dass ich solche Anweisungen befolge. Zau! Was ist denn jetzt los? Oh, mein Magen. Bereite die Einsatzbesprechung vor. Na, Selfie. Squall, recht so. Die Seeds dürfen sich nicht verarschen lassen. Was sind denn das für Pappnasen? Die ticken doch nicht ganz richtig. Na, ich gehe mal hier kurz speichern. Und dann, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mit den anderen Idioten reden. Na, du dicker Matz. Das regelmäßige Rattern der Bahn macht mich ganz müde. Wie bitte? Du willst sie wecken? Gott, bist du mutig. Also, Prinzessin schläft im Nebenzimmer. Ja, da ist er. Da ist er. Okay, wir haben gerade gehalten. Du bist doch... Wir haben zusammen getanzt. Bist du etwa ein Seed? Ich bin der Anführer, Squall. Unten warten noch zwei andere. Ja, das ist die getanzt hat. Hurra, die Seeds sind gekommen. Bleib locker. Ich bin wirklich froh darüber. Er hat einen Auftrag schon vor Ewigkeiten an den Garten geschickt. Ein Glück, dass ich direkt mit Direktor Sid gesprochen habe. Verstehe. Was war in der Feier unseren Direktor gesucht? Kennst du Cypher? Hä? Ja. Ist derjenige, der mir Direktor Sid vorgestellt hat. Cypher? Der Direktor ist wirklich nett. Ich dachte, dass die Seeds unserer armen Gruppe nicht antworten. Aber als ich mit dem Direktor sprach, war er sofort für uns. Da ihr jetzt hier seid, können wir nun sämtliche Pläne durchführen. Aber was hat Cypher mit der ganzen Sache zu tun? Ja, kommst du? Huch. Geh jetzt wieder runter. Okay, lass uns los. Squall, ist er auch da? Wer er? Cypher. Nein, er ist kein Seed. Ach so. Und ein Arschloch. Ah ja, ich heiße... Rinoa. Für alle, die es vergessen haben, es wurde zwar kurz angedeutet, aber das ist diejenige, mit der Squall getanzt hat. Schön, dich kennenzulernen, Squall. Rene Renoir ist immer noch ein sehr ungewöhnlicher Name. Das ist so ein Fantasy-Spiel. Ach ja, seit wann können Seeds eigentlich tanzen? Es könnte ja sein, dass wir während einer Mission jemanden bei einem Tanzabend kontaktieren müssen. Wir sind eben auf alles vorbereitet. Du kannst es nicht tanzen. Puh, das gehört also für dich bloß mit zum Job? War es... Hund! War es was? Hund! Will sie dir vorstellen. Wuff, wuff!
Detektiv Streiche. Das ist meine Partnerin. Ihr Name ist Angela. Dass man den Hund benennen kann. Willst du wissen, was Angel alles kann? Tutorial. Rino benutzt ihren Hund Angel. Im Statusbildung kann Angel Spezialtechniken lernen. Im vierten Fenster erscheint eine Liste der Spezialtechniken, die Angel lernen kann. Angel Vita, oh, die Balken rechts zeigen, wie weit der Lernprozess fortgeschritten ist. Wenn ein Balken voll ist, bedeutet das, dass der Hund diese Technik beherrscht. Wenn er hingegen noch voll ist, heißt das, noch nicht voll ist, heißt das, dass der Hund diese Technik noch erlernen muss. Um eine neue Spezialtechnik zu erlernen, muss die Technik ausgewählt und mit A bestätigt werden. Genau, braucht jetzt nur noch herumzulaufen, damit er die Technik erlernt. Oh, das ist ja nett. Wenn dabei eine Technik angewählt wird, die schon erlernt worden ist, erscheint bei Verlassen dieses Menüs eine Warnung. Wenn die Techniken zu erlernen sind, sollte man sie anklicken. Okay, dann mache ich jetzt direkt. Ich will Angel Vita haben. Angel Kanone. Welche Techniken erlernt werden können, erfahrt man beim Lesen der Zeitschrift Mein Hund. Nach der Lektüre dieses Heftes sollte man immer das Menü überprüfen. So viel zur Spezialtechnik von Rinoa. Siehst du? Muss jetzt etwas Wichtiges erledigen. Sei also brav, Angel. Ich gehe schon mal vor. Oh, Angel ist traurig. Kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Armer Hund. Okay, Renoir ist nicht im Team, aber doch, jetzt ist sie zumindest der Status. Renoir. Besser Kordel und so. Angriff auf einen Gegner. Lieber Angel Kanone. Ach, die. Ah ja, warte mal. Ja, nichts dazu gelernt. Erstmal, mein Hund Nummer 1. Mein Hund Nummer 1. Willkommen, liebe Hundefreunde. Dieses Magazin möchte Ihnen einen Einblick in die Welt der Hunde gewähren. In unserer Erstausgabe wollen wir Ihnen zeigen, wie Ihr Hund Sie vor Feinden schützen kann. Befinden Sie sich in Gefahr, wird Ihr Hund Ihnen zu Hilfe eilen und Gegner wegstoßen. Der Strike ist der Name Ihres Hundes. Wenn Ihr Hund dieses... Also Lea ist der Name Ihres Hundes, also der Angel Strike. Wenn Ihr Hund diese Technik erlernen soll, müssen Sie immer mit ihm zusammen sein. Okay, das ist die ganze Zeitschrift. Was für ein Quatsch. Das mit den Zeitschriften, das finde ich immer noch irgendwie Banane, aber naja. Angriff auf den Gegner, ja bitte. Den Angel Strike, aber ich hätte gerne Angel Vita. Glaube, ich habe keine GF gerade frei, obwohl alle sind frei. Was ist das denn? Wieso sind die nicht gekoppelt, die Leute? Okay, na egal. Wahrscheinlich, weil ich mir gleich einen aussuchen darf, wer mitkommen. Also zwei aussuchen darf, die mitkommen. Ja, da wollte ich noch in den Items gucken, weil ich habe nämlich ein paar Sachen vergessen zu machen. Beziehungsweise erst gelernt, dass man die machen kann. Wie zum Beispiel diese Dinger hier. Flüsterbuch, magischer Stein. Nein, wo war das? Man kann doch... Oder habe ich das falsch gelesen? Ingift, Zaubersplitter, anstatt mit der Zauberkraft. Damit kann ich nichts machen. Endmunition, normale Munition, G-Returner, goldene Nadel, Echo-Kraut. Schlafpuder, sowas zum Einschläfen, flüssig bringt Gegner zum Schweigen. Wieso kann ich das einsetzen? Magischer Stein, Waffen April, Wunderlampe und. Okay, ordnen. Dachte ich hätte was in einem anderen Let's Play gesehen, was man machen kann. Aber ich habe da mich wahrscheinlich einfach nur vertan. Okay,
Geh mal weg von dem Hund. Leider. Wir müssen den Hund leider verlassen. Armer Hund. Wir haben geshoppt, weil wir am Ziel angekommen sind. Mein Zug ist immer pünktlich und niemals defekt. Okay. Sagt er gerade jetzt noch. Müsst ihr nicht etwas besprechen, du sollst lieber schnell zurück. Sodass dir nichts passiert ist. Du hast wahnsinnig viel Glück. Ja, wir sind am Schlafen. Und los. Was ist denn los? Xell. Und Selfie. Schön, euch kennenzulernen. Hierher. Die hat gar nicht sich vorgestellt, den beiden. Das Spiel hat echt eine sehr gemächliche Geschwindigkeit. Also nicht nur beim Gehen und so. So, hört mir bitte zu. Die nächste Mission ist extrem wichtig. Der Name Waldeule wird auf der letzten Seite von der Unabhängigkeitserklärung stehen. Aufregend, was? Alles fing damit an, dass wir das Geheimdokument aus Galbadia bekamen. Ich hab's besorgt. Es war die Rede davon, dass ein Super VIP Timmer besuchen soll. Super VIP? Das ist der Galbadia-Präsident Vincer Delling. Der Unhold Vincer Delling. Wird selbst von den Galbadiern gehasst. Er ist im Grunde ein Diktator. Delling wird mit dem Sonderzug aus der Hauptstadt hierher fahren. Wir haben vor diesem Zug... mit einem Raketenwerfer in die Luft zu jagen, richtig? What the fuck? Nein, sowas Brutales nicht. Ja, was jetzt? Erzähl mal ein bisschen genauer. Dann sollten wir mal anfangen. Da war ein Minispiel mit den Zügen, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Ich würde das anhand dieses Modells erklären. Eule. Der gelbe Zug ist unsere Eule. Und das ist die nachgebaute Attrappe. Hier unten von links nach rechts der Triebwagen und der Wachwaggon 1. Der Präsident sitzt im roten Präsidentenwaggon. Und der letzte ist der Wachwaggon 2. Zunächst springen wir hier rüber. Unser Hauptziel ist es, die Attrappe mit dem Präsidentenwaggon auszutauschen. Anschließend werden wir Delling samt Waggon mit der Eule entführen. Dazu müssen wir die Weichen an insgesamt 2 Punkten umschalten. Wir haben die gesamte Mission in 7 Arbeitsschritte aufgeteilt. Erstens, Wache 2 einholen und aufs Dach. Dazu müssen wir von der Attrappe zur Wache 2 hinüberspringen. Zweitens, uns auf der Wache 2 vorarbeiten. In der Wache 2 befinden sich Soldaten mit Sensoren. Da war wohl ein Technikfreak am Werk. Wie man den Sensoren ausweicht, erzähle ich später. Drittens, willst du Präsident voranpirschen? Auf den Präsidenten kannst du normal laufen. Delling hat moderne Technik, daher hat niemand in seiner Nähe solche Geräte. Die Kopplung von Wache 1 trennen. Wenn wir es nicht bis zur ersten Weiche schaffen sollten, dann macht es BOOM. Ganz genau, daher müssen wir uns beeilen. Über die Trennung erzähle ich später. Nach der Abtrennung fahren Attrappe und die Eule hinein. Wenn alles glatt läuft, werden Attrappe und Eule dazwischen geklemmt. Danach fahren alle Waggons in einer Reihe. Dass das keiner merken soll. Sechstens, jetzt die Kopplung von Wache 2 trennen. Das ist die zweite Abtrennung. Es läuft genau wie beim ersten Mal. Nach der Trennung werden Eule und Präsident wegfahren. Wenn alles klappt, werden nun Eule und Präsident ausgeklingt. Danach können wir uns auf das Meeting mit dem Präsidenten vorbereiten. Erstens auf Wache 2 hinaufsteigen, auf Wache 2 vorarbeiten, auf Präsident vorpirschen, die Kopplung von Wache 1 trennen, Treppe von und Eule einklinken, Kopplung von Wache 2 trennen, Eule und Präsident wegfahren. Für diese Arbeitsschritte haben wir ca. 5 Minuten. Wenn wir das nicht schaffen, sind wir wahrscheinlich tot. Vergesst das bitte nicht. 5 Minuten, reicht das?
Wir haben simuliert und nur 2 Minuten dafür gebraucht. Die Seeds müsstet es schaffen. Klar, das geht locker. So, über die Sensorwache 2 wird euch WhatsApp was erzählen. Wieso hatten wir, wenn 2 Arten von Sensoren? Den Geräusch und den Temperatursensor. Der Geräuschsensor reagiert auf Geh- bzw. Laufgeräusche. Den benutzt der blaue Soldat. Der Temperatursensor reagiert dann, wenn jemand auf einer Stelle stehen bleibt. Den besitzt der rote Soldat. Wenn sie die Jalousien aufmachen, testen sie die Umgebung ab. Also bei blau stehen bleiben, bei rot gehen. Ihr müsst aber nur auf die Fenster direkt unter euch aufpassen, dass die Reichweite sehr klein sind. Und wie werde ich nicht erwischt? Beim blauen Geräuschsensor stoppt, beim roten Temperatursensor weiter. Wenn eine Jalousie unter euch aufgeht, müsst ihr einfach dementsprechend handeln. So viel zum Thema Sensoren. Und nun zum Thema Abtrennen der Waggons. Wache 1 und 2. Wache 1 und Wache 2. Frage: Wie soll ich die Kupplung während der Fahrt trennen? Normalerweise kann man die Kupplung während der Fahrt nicht trennen, aber wenn das System umgehen geht's. Weil die Kupplung getrennt wird, lösen sich die Waggons von alleine. Dazu müssen wir dann einige Codes per Hand eingeben. Wir haben auch die Codetabelle, die hat Rinoa. Ich will die Codes durchsagen. Die Angabe des Codes übernimmt der Anführer, Squall. So, Squall, hör mir jetzt bitte zu gut zu. Ein Code besteht aus 4 Zahlen, zwischen 1 und 4, wie zum Beispiel, ach du Scheiße, ey. Zum Beispiel 2, 3, 4, 1. Wäre dann, Y. Ne. Das wäre A, X, Y, B. Okay, blöd. Auf der Tafel, die du bedienst, befinden sich 4 Tasten A, Y, B und X. Um die Zahlen einzugeben, musst du, wenn der Code 3124 lautet, X, B, A und Y drücken. Dann ist die Angabe komplett. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ist eine schnelle und präzise Eingabe nötig für einen Code, hast du 5 Sekunden. Wenn du das nicht schaffst, wird der Code geändert und bisherige Angaben werden alle ungültig. Wenn die Angabe erfolgreich ist, wird der Strom abgeschaltet. Daraufhin lösen sich die Waggons und dann müsst ihr warten, bis die Weichen umgestellt sind. Dieser Vorgang macht ihr 2-mal, daher solltet ihr die verbleibende Zeit gut abschätzen. Wollen wir das einmal probieren? Du musst es 3-mal schaffen. Mit LB kannst du abbrechen. Bup, bup, bup. Okay. Code ungültig. 4131. 4131. Gut, erster Code bestätigt. 1342. 1342. Und 4322. Wie sieht's aus? Nachher hast du auch ein Zeitlimit, vergiss das nicht. Zu Ende der Besprechung. Ist eigentlich egal, warum sich das Modell Presi-Waggon so unfertig aus. Die anderen Modelle haben wir gekauft, aber den Presi-Waggon hat Renoir gebastelt. Sieht genauso aus wie die anderen. Jetzt verstehe ich. Ich habe mich auch gefragt, warum er so ätzend aussieht. Stimmt eigentlich. Er sieht genauso aus wie die anderen. Haha, sehr witzig, das war mit Absicht. Absicht. Ein Hass auf Dilling hat sich in dieser Form gezeigt. Aha, Hass, so. Was ihn so wirklich so sehr, dass du das Modell derart versaut hast, verstehe, so interessant. Ah, das ist doch egal, Ende der Besprechung. Es wird ja was. Verstanden, ja. Nochmal den ganzen Quatsch will ich nicht. Jetzt bilden wir die Truppe. Sammle Informationen. Oh, mein Magen. Die fährt los. Ich gehe mal kurz gucken. Sagt Watts Bescheid, wenn ihr bereit seid. Lasst euch aber bitte nicht zu viel Zeit. Muss ich nochmal wieder alles koppeln? Ja, muss ich. Was ist das denn für ein Rotz? Ich koppel erstmal.
Ich koppel Eis, damit wir Feuerattacken haben. Hä? Ich dachte, dann kriegen wir Feuerattacken, aber das ist ja kein Feuer. Ist das das Feuersymbol? Das sieht aus wie ein Tropfen. Ich dachte, das wäre Wasser. Okay. Zauber. EF-Draw. Warte mal, hast du noch irgendwas Besonderes? Nein, hast du nicht. Squall hat seinen ganzen Krempel und dann Selfie koppeln, Shiva, Zauber. Was haben wir denn da für eine? 10, der Vita. Medica ist auch nochmal 10. Wenn man Medica so wenig benutzen würde, würde ich sagen, geben wir das ihr mal erstmal. Ja, scheiße, ja, dann gebe ich ihr. Ich glaube, ich gebe dir Item. Damit wir zumindest. Mal wiederbeleben können. Solange wir keinen Zauber dafür haben. Okay, dann würde ich nochmal. Okay. Oh, mein Magen. Ein Zeitungsartikel lesen. Schattenseite der Politik. Erstausgabe. Der Diktator der Republik Gabardia, Präsident Vincent Delling. Bericht über die verdächtigen Geheimnisse und darüber, wie er seine jetzige Position erreicht hat. Okay, das war's ja. Ich gehe nochmal speichern, bevor wir mit Watts reden. Warte mal, da ist irgendwie jemand Neues. It? Jemand im Anzug. Erstmal speichern. Okay, die sind alle nicht wirklich geheilt, aber ich will jetzt auch kein Zelt rauswerfen. Dann würde ich erstmal ein paar Potions raushauen. Da sehe ich, wie viel die komplett haben an Leben. Speichern nochmal. Wie gesagt, das ganze Spiel fühlt sich mega langsam an. Nicht nur das Laufen und so, irgendwie. Alles fühlt sich mega langsam an. Ich habe die Präsipuppe gebastelt. Sobald du dich näherst, redet sie damit in die Wachen getäuscht. Nachher drücke ich ihr eine Zeitung in die Hand. Dann kann niemand von vorne reingucken, wer traut sich schon, einen Tyrannen die Zeitung wegzunehmen. Ach, die Puppe. Die Puppe sieht nicht schlecht aus, was? Wird wahrscheinlich niemandem auffallen. Ich habe schlechte Laune, verlass den Waggon. Wo sieht nicht schlecht aus, was? Wird wahrscheinlich niemandem auffallen. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, bei Rot gehen, bei Blau stehen bleiben. Schon die Präsidentenpuppe gesehen? Noch nicht? Dann habt ihr was verpasst. Die sieht wirklich genial aus. Ach ja, viel Erfolg bei eurer ersten Mission. Bereit? Okay.